Herr Kohn, ich glaube, es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass wir mit Rücksicht auf unseren Gast, der aus dem Welschland kommt, nämlich aus Sion, Schriftdeutsch sprechen. Und ich glaube, das fällt Ihnen leicht. Und es ist ein großes Entgegenkommen seitens des Herrn Bischof Schweri. Er ist nämlich französischsprachig und hat es nicht gescheut, trotzdem hierher zu kommen. Sie haben ja immer gesagt in Interviews, Dialog, Gespräch mit Gegnern sei Ihnen wichtig. These, Antithese, sagten Sie, und daraus dann die Synthese. Hier haben Sie einen Gegner. Wieso? Das ist Frau, weiß man das schon? Ich glaube ja, weil Sie sind ein überzeugter Anhänger der Atomenergie. Hier haben Sie sicher eine überzeugte Gegnerin. Das haben Sie aber gut ausgewählt in dem Fall. Ja, ich glaube ja, ich hoffe es. Was für ein Zufall. Frau Gerwig. Und da stellt sich ja zunächst mal die Frage, Frau Gerwig, sind Sie eigentlich gegen Atomenergie überhaupt oder gegen, also pauschal, gegen alle? Oder nur gegen gewisse Kraftwerkbauten? Wie verhält sich das und warum ist das so? Warum sind Sie Gegnerin? Vielleicht warum. Ich bin fast zufällig dazu gekommen, nämlich in der Grossratskommission, wo es um die Beteiligung ging, der Stadt Basel um Olten-Gösgen. Da kamen wir in der Kommission mit einer Mehrheit dazu, gegen diese Beteiligung zu sein, eigentlich weitgehend aus politischen Gründen. Und seit dieser Zeit, vorher habe ich mich ehrlich gesagt nicht dafür interessiert, ich hatte auch nie Gelegenheit, mich eingehend zu informieren, wurde ich immer deutlicher zur Atomkraftwerk-Gegnerin. Und heute würde ich sagen, ja, ich bin eine Gegnerin, natürlich im schweizerischen Rahmen. Ich kann da nicht weltweit sprechen, aber hier in der Schweiz im Moment bin ich eine echte Gegnerin. Gegen den Bau von Atomkraftwerken. Gegen den Bau von Atomkraftwerken, jawohl. Ja. Sie haben hier den Verwaltungsratspräsidenten von Gösgen-Däniken. Ja. Und Sie sind natürlich dafür. Jawohl. Was haben Sie, Frau Gerwig, zu entgegnen? Ja, ich betrachte die Kernenergie als eine Energiequelle. Eine weitere Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht, wenn sie weiß, wie sie sie nutzen soll, um zu diversifizieren. Ich meine, wir kommen nicht daran vorbei, Herr Dr. Gauci, dass wir in einer Energiekrise sind, auch wenn wir es noch nicht spüren. Wir waren in einer, dann haben wir es vergessen. Das war zur Zeit der Ölkrise. Das war 1973. Heute ist das jetzt in den Hintergrund gerückt. Aber Regierungen, Studien zeigen, wir verbrauchen auf der ganzen Welt trotz Sparmaßnahmen so viel Energie, dass wir einmal mit diesen Rohstoffen alle werden. Und da fragt sich natürlich, wenn eine solche neue Quelle da ist und die kommt zufällig oder geplant in einem solchen Moment, soll man sie begraben, soll man sie verbannen oder soll man sie nutzen? Und ich persönlich bin zum Schluss gekommen, aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen, dass diese Kernenergie, wenn sie sicher ist, wenn sie erprobt ist, wenn sie überwacht ist, dass ein Ausbau auch in der Schweiz, scheint mir wichtig, ist gerade, ich würde sagen, weltweit sollte man nicht sagen, die anderen sollen sie bauen, wir, für die Schweiz gilt es nicht. Denn gerade wir haben eine so große Erdölabhängigkeit, dass auch wir uns mit dieser Kernenergie befassen müssen. Und ich glaube, ein gedämpfter, kontrollierter Ausbau würde auch uns gut tun im Sinne der Diversifikation. Sie sagten, es ist ein politisches Problem. Was haben Sie damit sagen wollen, wie Sie in diese Kommission kamen? Ich wollte damit eigentlich sagen, dass ich es heute als großes Politikum betrachte und sehr froh bin, dass die Kernenergie zum Politikum geworden ist. Denn es war lange eigentlich eine Wirtschaftsfrage und wurde von der Politik ferngehalten. Nicht war das Atomgesetz in einer Zeit, wo man sich eigentlich mit der Materie selber kaum befasst hat, außer ein paar Wissenschaftlern. Und heute, glaube ich, kommt keiner drum herum, Stellung zu beziehen. Und ich glaube auch, es ist Zeit, dass die Behörden sich ernsthaft mit dem ganzen Problem befassen, auch mit den Atomkraftwerkgegnern, nicht nur mit den Vertretern aus der Industrie, nicht, die dann wieder Experten sind, wie ja zum Beispiel Herr Kohn als personifiziertes Beispiel. Herr Kohn ist ja nicht nur Experte, Sie sind mehr als das. Sie sind Präsident eben von Gösgen-Däniken, das ist ein Atomkraftwerk. Sie sind, bald ist es Verwaltungsratspräsident, bald Direktor von Motor Columbus, von Aretes-Sin AG, von Aluswiss. Und Sie sind das, was man den Energiezar
in Anführungszeichen, ja, nennt. Eben. Woher eigentlich das? Ja, das ist so ein journalistischer Ausdruck. Ja, eben, eben. Energieboss. Sie sind Präsident der Schweizerischen Kommission für die Energie, für die Gesamtenergiekonzeption. Und sind schon durch Ihre Position in Motor Columbus und diesen anderen Gesellschaften natürlich doch auch materiell daran interessiert, dass die Atomkraft ausgebaut wird. Wenn Sie also sagen, es muss jeder mit seinem eigenen Gewissen abmachen, so trifft das wahrscheinlich zu auf Leute, die weder da noch dort materielle Interessen haben, aber bei Ihnen gibt es ja materielle Interessen. Gut, diese Kommission, die dieses Konzept zu erarbeiten hat, und was ist das? Das ist nichts anderes als ein Leitbild der Schweiz, ein Modell der Schweiz im Energiewesen. Wohin geht der Weg? Die besteht aus 11 Mitgliedern. Ich bin nur Präsident. Und Sie wissen, Präsident ist nicht alles. Der muss schauen, dass die Arbeit gemacht wird. Der muss für die Effizienz der Kommissionsarbeit sorgen. Aber wir sind 11. Wir ringen miteinander. Es sind Umweltschutzkreise drin, Konsumentenkreise, Politiker drin. Und da, glaube ich, kann man einem Vertreter der Wirtschaft nicht übel sein, wenn auch er seine Meinung abgibt. Ich glaube, wir müssen so ein Konzept erarbeiten, gesamthaft, ganzheitlich. Und da möchte ich eben Frau Gerwig sagen, es ist nicht nur die Kernenergie im Politikum, Energie als solches ist ein Politikum geworden, es ist Gesellschaftspolitik. Denn die Frage Kernenergie ja oder nein, die führt ja sofort zur Frage, ja wenn nicht, was dann? Geht es denn mit Sparen? Kommt nicht unsere Konsumgesellschaft ins Spiel? Brauchen wir nicht so viel? Gehen wir überhaupt haushälterisch um? Und wenn wir diese Fragen mitlösen, und die Kernenergiefrage und die Energiefrage ist für mich eine Frage des Lebensstils, wenn wir diese Fragen mitverarbeiten, dann bin ich bereit zu diskutieren, ja oder nein. Wenn man aber nur sagt, ich will das nicht, mit Nein kann man keine Politik machen. Man muss dann sagen, wenn Nein, was anstelle? Was anstelle, Frau Gerber? Erstens bin ich nicht ganz damit einverstanden. Sie können von Kritikern in unserem politischen System nicht verlangen, dass sie Alternativen bieten. Das ist eine Forderung, die sie nicht aufstellen dürfen. Und dann möchte ich Ihnen entgegenhalten, dass gerade die Atomkraftwerkgegner alle diese Fragen, nämlich des Bedürfnisses, brauchen wir wirklich mehr Energie, so viel mehr Energie, wozu führt das? Alle diese Fragen haben ja eigentlich gerade die Gegner aufgebracht und nicht die Befürworter. Und das möchte ich da erwidern. Ich möchte eigentlich noch gerne dann darauf zurückkommen, aber ich möchte gerne, Herr Bischof, Ihre Meinung hören. Sie sind ja Physiker eigentlich. Das war ein wesentlicher Teil Ihres Studiums. Wie stellen Sie sich persönlich zur Kernenergie? Ja, ich hätte vielleicht eine Frage zu stellen. Bitte. Vielleicht brauchen Sie, Herr Präsident der Energiekommission, vielleicht brauchen Sie einen Theologen oder einen Moralist. Nein. Darf ich aber hier doch schnell einhängen? Nicht wahr? Sie sagen, es sind 11 Leute in dieser Kommission. Sind die Konfessionen, also die katholische oder die reformierte Kirche, dort vertreten? Ich glaube es Nein, nicht. Nein, nicht als solche. Nein, nicht als solche. Ja. Sehen Sie, ich bin Physiker, aber ich habe die theoretische Physik gelernt. Und ich glaube, das hat eine große Bedeutung für mich. Als Physiker, aber als theoretischer Physiker, habe ich schon eine Meinung, die mit meinem Glauben einige Probleme stellen. Aufwirft, ja. Zum Beispiel, ich bin überzeugt, dass der Mensch ein Forscher sein soll, weil der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und Gott hat dem Mensch den Auftrag gegeben, die Erde zu beherrschen. Und dazu muss er die Erde, die Gesetze der Physik, der Chemie und so weiter zuerst kennen. Das ist die erste Lösung, wie Sie wollen. Aber ich verstehe auch, dass es Probleme sind, auch für die Forscher. Wenn die Forscher zum Beispiel daran denken, was macht man mit unserer Erfindung? Also für die praktischen Anwendungen sind weitere Probleme, die ethisch, moralisch, philosophisch und so weiter sind. Hat die Kirche, die katholische Kirche, in der Kernfrage, sagen wir vielleicht konkreter, in der Frage des Baues von Atomkraftwerken eine Stellung bezogen? Nein.
Nein. Aber eigentlich ist doch alles, was mit Atom zu tun hat, mindestens für Leute wie mich, für die Laien, das ist doch ein Eingriff des Menschen in die kosmische Ordnung. Eigentlich. Ja. Und wäre es da nicht am Platze, dass die Kirche, die mit dem Kosmos sicher auch zu tun hat, sich dazu äußert? Ja, das ist schon möglich. Aber was die praktischen Anwendungen betrifft, muss der Laie, muss der Politiker, muss der Wirtschaftliche die Lösungen finden. Die Kirche kann nicht, sie darf nicht die Lösungen einfach vorgeben. Sie kann schon helfen, etwas zu suchen. Aber nicht. Herr Dr. Gautschi, schießen Sie da nicht etwas hoch, wenn Sie sagen, ein Eingriff ins Kosmos? Waren Sie schon einmal bei einem Radiologen? Haben Sie sich schon durchleuchten lassen? Wir haben in den Spitälern, wir haben in der Medizin diese Technik, diese Radiologie. Ich habe ausdrücklich schon gesagt, Herr Kohn, ich bin Laie. Und für den Laien sind die Dinge Mikrokosmos, Makrokosmos doch noch immer etwas Geheimnisvolles. Gut. Und vielleicht eines Tages ist es für uns nicht mehr, ist es so selbstverständlich, dass wir ohne weiteres damit emotionell umgehen können. Heute aber, glaube ich, ist es vielen Menschen, ich weiß nicht, ob es den Leuten hier auch so geht, unseren Zuhörern, ein Unbehagen, weil das Dinge und Zusammenhänge sind, die eben, ich kann es nicht besser ausdrücken, mit der kosmischen Ordnung zu tun haben. Ich habe aber eine konkrete Frage. Sie sind natürlich nicht begeistert gewesen, ich drücke mich sehr vorsichtig aus, von den Besetzungen in Kaiseraugst, sei es nun mit Gewalt oder ohne Gewalt. Mit Gewalt ganz ohnehin nicht und die meisten von uns nicht. Aber, habe ich gesagt, mit Gewalt. Ja, ohne Gewalt ist etwas anderes. Aber darf ich Sie beide fragen, hat nicht diese zugegebenermaßen extreme Form von Demonstration und Demonstration generell dazu beigetragen, dass das Problem, ob man diese Demonstration nun billigt oder nicht, mehr diskutiert worden ist? Sie fragen mich? Ich glaube eigentlich Sie, ja. Ja, sicher, sicher. Und ich bin auch nicht unglücklich, dass es in unserem Land dadurch zu einer Energiediskussion gekommen ist. Ja, sie soll auch ausgetragen werden, weil, wie ich sagte, es geht mehr als nur um Technik oder Physik. Dieses Atomkraftwerk ist doch heute ein Symbol. Es ist auch ein Symbol für Fortschrittsglaube, blinder Fortschrittsglaube, für Materialismus und so weiter. Und darum konzentriert sich da so viel Malaise darauf. Aber ich sage immer, es genügt ja nicht nur zu diskutieren, man muss Konsequenzen ziehen. Und das wollte ich sagen, natürlich haben die Atomkraftwerkgegner die Diskussion angefacht. Ich möchte aber nur sehen, dass man so viel Energie jetzt in einem anderen Sinne verbraucht, um etwas zu tun, damit diese Atomkraftwerke nicht nötig sind. Bei sich selbst beginnen, beim anderen. Und unsere Kommission wird Vorschläge machen in Bezug auf eine Energiepolitik in unserem Land, die mehr ausgerichtet ist auf Sparen, ausgerichtet ist auf haushälterischen Umgang. Und wenn man das nun einmal, dieses Schiff in diese Richtung lenkt, dieses große, wir haben 50 Jahre lang verschwendet und jetzt beginnt etwas haushälterisch umzugehen, dann lässt sich das Problem reduzieren. Ich sage nur, man darf die Dinge nicht auseinandernehmen, dass man das Kernkraftwerk als solches anschaut. Es ist Teil von uns. Und wenn wir nicht bereit sind, von unserem Lebensstandard herunter, oder mindestens wenn wir nicht bereit sind, gewisse Verzichte auf uns zu nehmen, bleibt uns die Frage, können wir, sollen wir unsere Energieversorgung nicht diversifizieren? Ich bin nicht nur für Kernenergie übrigens, Herr Dr. Gautsch. Ich möchte das Ihnen sagen. Ich bin ebenso für Gas. Ich bin ebenso auch, dass man vielleicht mit Kohle versucht. Aber sehen Sie, jedes Mal, wenn wir versuchen, eine Alternative in die Diskussion zu werfen, kommen schon wieder andere Gegner. Es gibt Gegner für jeden Gedanken. Sie können etwas auf den Tisch legen und es ruft sofort Echo. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen eine Mitte finden und dürfen nur nicht, meiner Ansicht nach, das ganze Problem einseitig betrachten. Sie wollten, glaube ich, etwas sagen? Ja. Ich wollte noch etwas aufwerfen, weil Herr Kohn reagiert hat. Man dürfe die Frage nicht irgendwie da eben ins Kosmische ausdehnen. Da würde ich einfach sagen, die Dimension natürlich, die Frage Atomkraftwerke ja oder nein hat, ist kaum zu vergleichen mit anderen Problemen, die wir heutzutage haben. Und ich habe das vorher nicht fertig gesagt, Sie haben mich angesprochen auf das Politische nicht. Wenn man sieht, mit wie viel rechtsstaatlichen Mängeln zum Beispiel es zum
Atomkraftwerkbau von Gösgen gekommen ist. Also ich möchte jetzt nicht die Bewilligungsgeschichte und all das aufzählen, aber wenn man das mal in Kleinarbeiten, das haben wir unsere Kommission aufgearbeitet hat und gesehen hat, was hier alles unsorgfältig und unernsthaft gemacht wurde, dann muss ich sagen, wenn die gleichen Behörden dann verantwortlich sind für Fragen der Sicherheit der Bevölkerung, dann kann ich einfach das Vertrauen nicht mehr haben, das man haben sollte. Und da gehört nun auch dazu, Herr Kohn, Sie können wirklich nichts dafür. Ich möchte auch Ihre Integrität und vor allem Ihre Sach- und Fachkenntnis nicht unterschätzen. Aber es ist sicher ein Fehler in diesem Moment, wo man nun also die Besetzer verunglimpft, sie hätten da also widerrechtlich gehandelt, nicht? Und unsererseits von den Atomkraftwerkgegnern gesagt wird, wir brauchen wenigstens endlich eine Gesamtenergiekonzeption in der Schweiz, dass man dann einen Mann beruft, ob sie nun einer von 9 oder von 11 oder von 20 sind. Sie sind der Präsident dieser Kommission, der nun eindeutig der Vertreter ist dieser Motor Columbus, die Energie verkaufen muss, der Aluswiss, die fast am meisten Energie braucht von allen Branchen. Das finde ich, das liegt nicht an Ihnen, aber ich finde, das ist einfach ein Fehler, der nicht dazu angetan ist, das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken. Da müssen Sie mir schon ein Wort lassen. Ja. Ich sollte jetzt eigentlich eine halbe Stunde, aber ich mache es kurz. Ja. Erstens einmal muss ich sagen, dass ich nicht akzeptieren kann, wenn man sagt, die Behörden seien sorglos oder oberflächlich gewesen mit Gösgen-Dänichen. Ich darf das einfach nicht im Raum stehen lassen. Sie wissen, Frau Gerwig, dass im Moment Einsprachen gehen und warten wir mal ab, was das gibt. Ich meine, Sie sprechen von Ihrem Standpunkt. Sie behaupten nun, es sei in Gösgen-Dänichen nicht mit rechten Dingen zugegangen. Sie werden mir erlauben, dass ich mit dem gleichen Recht sage, es ist mit rechten Dingen zugegangen. Ich muss überhaupt sagen, unsere Behörden in der Schweiz sind in Bezug auf die Sicherheit dieser Atomkraftwerke viel strenger, als was man in allen Ländern sehen kann. Ich meine, das gehört auch dazu, das ist der schweizerische Perfektionismus. Sicherheit geht vor. Und ich glaube, sagen zu können, hier wird nun effektiv der strengste Maßstab angewendet, den man hier anwenden kann. Die zweite Frage, ob ich da Interesse habe, lassen Sie mich mal etwas Persönliches sagen. Man unterstellt damit doch uns, wir bauen diese Atomkraftwerke aus einer gewissen Lust und Freude. Ein Hobby. Wir wissen nicht, was zu tun, also baut man Atomkraftwerke. Hat die Probleme mit den Gegnern, charmante, nicht charmante. Man hat Probleme mit den Behörden, man hat den Problem mit den Finanzen. Sie müssen so ein solches Werk durchziehen, es geht 5-6 Jahre. Es ist 2,5 Milliarden zu investieren. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Aber verzeih, etwas darf ich vielleicht doch nur schnell ganz kurz einwerfen. Ich glaube nicht, dass man unterstellt, dass Sie das aus reiner Freude und als Hobby machen, sondern aus jetzt die Werke bauen das, jetzt gestatten Sie mir das noch einmal zu sagen, aus einem Verantwortungsgefühl für die Energieversorgung, die Sie haben. Diesen Auftrag hat man Ihnen gegeben, diesen Werken. Und man unterstreicht immer wieder, ihr seid verantwortlich. Jetzt, wenn einer verantwortlich ist, dann soll er auch mitreden können. Nicht nur der, der nachher nicht verantwortlich ist. Und was ich noch sagen wollte, es ist doch nicht so, dass wir diese Werke bauen aus Freude, um Umsatz zu machen. Ich glaube, ich kann sagen, man verdient nicht am Umsatz, man verdient an den Margen. Ich habe doch lieber einen kleinen Laden mit großen, hohen Preisen, wie noch ein Werk und noch ein Werk, mit all den Problemen, die das gibt. Sie können sich vorstellen, das ist kein Schleck, als ich würde sagen, lieber weniger. Aber wenn man es tut, dann aus einem gewissen Gefühl der Verantwortung raus. Nun kann man das ins Lächerliche ziehen und sagen, ihr wollt nur einen Profit machen. Das ist nicht so. Das ist ein Auftrag, den man zu erfüllen versucht. Und die Werke bemühen sich da redlich, das zu tun. Also wenn einer, der ein solches Kernkraftwerk wie Gösgen-Dänichen propagiert, da mitmacht in einer Gesamtenergiekonzeption, scheint mir, gehört das dazu, weil das zum Ganzen gehört. Gut, ich glaube, es steht hier mehr oder weniger Behauptung gegen Behauptung. Ich wollte eigentlich jetzt mit Ihnen, Herr Bischof, sprechen, aber ich habe in Gottes Namen noch... Bitte schön. Könnte man nicht eine Grundfrage stellen? Bitte. Wenn man immer mehr Energie braucht, dann könnte man vielleicht zuerst das Folgende fragen. Wollen wir sicher eine Zukunft haben und welche Zukunft? Wenn man immer mehr Energie braucht, dann muss man vielleicht auch
die Bedingungen haben, ja, und man müsste ja auch daran denken, wie geht es mit, für die Jungen, aber auch für die Erwachsenen, wie geht es ihnen für die geistigen Werte zum Beispiel? Hat man noch die Möglichkeit, das Gleichgewicht zu halten zwischen immer mehr Materialismus, sagen wir, oder immer mehr Komfort, oder wie sagt man das auf Deutsch? Konsum, ja. Und dann auch die moralischen, die ethischen Haltungen. Das ist eine Grundfrage. Kann man weitergehen? Und wenn Sie ja antworten, ich bin nicht für ja und nicht für nein, wenn Sie ja antworten, haben wir zuerst einige Präkaution genommen. Vorsicht. Vorsicht genommen. Vorkehrungen, ja. Darf ich Ihnen sagen, wir sind nicht der Meinung, dass es so weitergehen soll. Das ist, ich bin jetzt ein bisschen von Ihnen in die Situation gedrängt worden, die Kernenergie zu verteidigen. Das ist Ihre Schuld. Ich weiß, das ist eine Ihrer guten Antworten. Ich behaupte sogar... Da würden Sie sie von sich aus nicht... Nein, ich würde sagen, wir müssen etwas tun, damit wir diese Frage eben anders anpacken können, mehr immaterielle Werte fördern. Aber das bedingt einfach ein ganz anderes, einen anderen Lebensstil. Und den können wir nicht in einem Jahr erreichen, sondern ich bin der Meinung, wir müssen gemeinsam in unserer Bevölkerung zu einem Energiekonzept kommen und dieses dann durchziehen, im Sinne auch der Ausführung, die Sie jetzt eben dargeboten haben. Ich habe noch eine Frage, wenn ich darf, Frau Gerwig, nämlich die. Wir haben von Besetzungen gesprochen. Und meine Frage ist eigentlich, ob nun bei Gösgen-Däniken gewisse Dinge, wie Sie es darstellen, nicht ganz so selbstverständlich waren oder so korrekt. Das war Ihre Äußerung. Sie bestreiten das. Ich möchte das auf sich beruhen lassen. Hier steht Aussage gegen Aussage. Aber was ich eben glaube oft, oder das ist so mein Gefühl vielleicht sogar eher, ist dieses. Wir stimmen doch eigentlich ab über alles Mögliche. Also ich erinnere mich an eine Abstimmung in Zürich, Stadt Zürich, darüber, ob ein bestimmtes Tramgeleise in einem Quartier, in dem ich überhaupt noch nie gewesen bin, um 2 Meter verlegt werden soll oder nicht. Aber in der Frage der Atomenergie, die uns ja wirklich nun ungeheuer betrifft, glaube ich, ist nicht abgestimmt worden. Ich rede jetzt nicht von der einzelnen Standortgemeinde. Ich rede von uns allen. Sollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir den Komfort? Dann müssen wir ja sagen zu Kernenergie. Oder was wollen wir eigentlich? Das spielt sich ab in den Institutionen und in den Gremien. Und dann kommt es zu Besetzungen, weil man hier frustriert ist. Stimmt das ungefähr? Sehe ich das? Das stimmt ungefähr. Das hat einmal 2 Gründe. Erstens konkret zu dem Problem. Beim Atomgesetz, das ja aus dem Jahre 1959 stammt, wurde ausdrücklich das Mitspracherecht der Bevölkerung ausgeklammert. Also man wollte das nicht. Das können Sie nachlesen in den Protokollen des Parlaments. Zudem möchte ich vielleicht sagen, ist das natürlich ein Problem. Es ist ja nicht nur bei den Atomkraftwerken, sondern es ist auch bei den Nationalstraßen so, dass wir heute die Situation haben, dass wohl wir sogenannt politisch bestimmen, die Parlamentarier und das Volk, aber geplant wird natürlich in der Verwaltung. Und diese Planerei hat dann ein solches Gewicht, nicht? Dass ich meine, das sind dann solche Sachzwänge, dass gerade bei Fragen wie Atomkraftwerken im Grunde die Bevölkerung wenig zu sagen hat, wenn einmal diese Planung vonstatten gegangen ist. Und da müsste man eben vorher ein Mitspracherecht einräumen. Und jetzt möchte ich noch, wenn ich das Wort habe, etwas sagen, das ich noch loswerden muss. Ja, cool. Und das ist, dass der Bedürfnisnachweis, nicht? Einfach jetzt etwas Konkretes, weil man sonst vielleicht ein bisschen allgemein gewesen ist. Bei der Revision des jetzigen Atomgesetzes soll ja neu die Bedürfnisklausel hereinkommen. Also nur neue Atomkraftwerke, wir haben ja schon viele, es geht ja nicht mehr darum, ob oder ob nicht, sondern ob noch mehr. Wenn das Bedürfnis nachgewiesen ist, und da möchte ich schon sagen, wenn Sie eine Beiz führen wollen, müssen Sie ein Restaurant eröffnen wollen, müssen Sie... Wir verstehen das, aber Herr Bischof, Mary versteht das vielleicht nicht. Ja, das versteht er als Walliser auch. Müssen Sie das Bedürfnis nachweisen können. Und hier sind natürlich einfach, das möchte ich sagen,
noch in Sachen Unsorgfältigkeit, nicht? Also beim Atomkraftwerk gelten eben nicht die strengen Maßstäbe, die man an ein solches Unternehmen stellen müsste. Sind Sie es losgeworden? Ja. Wenn ich bitten darf, ganz kurz, denn jetzt möchte ich wirklich dann sehr bald mit Herrn Bischof Schweri ein bisschen plaudern. Es sieht fast so aus wie das, was man bisher gemacht hat in der Schweiz in Sachen Atomenergie, Werke des Teufels sind. Alles ist schlecht gewesen. Es gab ein Gesetz im Jahre 59. Vielleicht haben das unsere Zuschauer zu Hause nicht gesehen. Frau Gerwig hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein. Ich hoffe, dass sie nein. Ja, ich hoffe, ich habe noch nicht geschaut. Ja. Im 59 haben wir ein Atomgesetz verabschiedet. Das Parlament hat das Gesetz akzeptiert. Das sind die Volksvertreter. Es hat dort Überlegungen gehabt, baupolizeiliche Gesetze und so weiter. Es ist so gelaufen. Ja. Wenn in der Zwischenzeit der Demokratiegedanke, das Demokratieverständnis sich entwickelt hat, kann man eine Revision, wie sie jetzt kommt, die Wege leiten. Wir sagen ja nicht nein. Man soll nur nicht die, die aufgrund von Gesetzen arbeiten und planen, nachher verantwortlich machen, dass sie sich an ein Gesetz halten, das nachher verändert wird. Ja, das ist gut gewesen. Danke. Danke. Und daraufhin wäre ich eigentlich froh, wenn wir ein bisschen Musik hätten von Kurt Hacker. Herr Bischof, vor 10 Tagen, am Sonntag vor einer Woche, wurde die Fristenlösung abgelehnt von Volk und Ständen. Und nun stellt sich die Frage, ob das Schwangerschaftsgesetz, wie es die Bundesversammlung verabschiedet hat, ob dagegen das Referendum ergriffen wird. Es gibt Stimmen, die sagen, und ich glaube auch eine Bewegung, die das Referendum ergreifen will. Aber gerade heute habe ich am Radio gehört, dass der Schweizerische Katholische Frauenbund sich gegen das Ergreifen eines Referendums, gegen dieses, nennen wir es offizielle Schwangerschaftsgesetz gewendet habe. Haben Sie eine Stellung in dieser Frage? Soll das Referendum ergriffen werden oder nicht? Ja, zuerst möchte ich sagen, als neuer Bischof bin ich wie eine Noviz oder wie ein Neuling. Ja. Und es sind viele Fragen, die ich noch nicht kenne. Ja. Auch Ihren Frauenbund, den kenne ich nicht. Es ist nicht meiner, ich habe den auch noch ja.
Ich glaube auch, dass die Kirche, also die Bischöfe zum Beispiel, nicht politischen Stellungen nehmen müssen. Also es ist nicht unsere Sache, Referendum oder Initiative vorzustellen. Aber Sie können es doch eigentlich unterstützen, nicht wahr? Moralisch unterstützen, wenn jemand diese Schritte ergreift, sei es Initiative, sei es Referendum. Ohne dass die Kirche selber das Referendum, das glaube ich auch, dass das nicht angezeigt wäre, ergreift. Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung. Ich meine, wir müssen den Leuten sagen, zum Beispiel, wenn eine Abstimmung ja vorgesetzt ist, muss man sagen, nach unserem Glauben ja haben Sie etwas Schweres zu entscheiden, zum Beispiel für diese Fristenlösung, glauben wir, dass da die Rechte Gottes und die Rechte des ungeborenen Kindes im Spiel waren. Das ja haben wir gesagt. Ja. Aber das ist nicht unsere Sache, Gesetze oder Gegengesetze vorzustellen. Das ist die Sache der Laien, katholischen oder nicht. Und jetzt ist es gut oder nicht, ein Referendum zu machen. Dieser Frauenbund hat erklärt, das sei doch ein Kompromiss und es wäre nach diesem knappen Entscheid eigentlich nicht richtig. Also Sie möchten, dieser Bund möchte davon Abstand nehmen. Nun haben Sie im Kanton Wallis ja den Erzbischof Lefebvre, der ist gar nicht weit von Ihnen, wohnt er. Mhm. Das heißt, er hat dort sein Seminar. Jetzt hat an der Bischofssynode in Rom wurde ein Papier vorgelegt, in dem den 202 Bischöfen, die da zusammengekommen sind, gesagt wird, Herr Lefebvre hat einen Weg eingeschlagen, der Schritt für Schritt zum Schisma führt. Dieser Mann ist einige wenige Kilometer von Ihnen, hat er sein Seminar, ist das, ja, das Kollegium. Was ist Ihr Verhältnis zu Lefebvre? Das ist ja vielleicht ein Problem für ja den Bischof von Sitten. Ja. Ja, das ist ein Problem und für mich ist es schwer, nicht einfach zu antworten, sondern ja das Problem zu tragen. Aber ich möchte zuerst sagen, ECON als solches, also als Priesterseminar und auch Monseigneur Lefebvre, haben absolut keine Verbindung mit uns, mit der Diözese Sitten und mit mir zum Beispiel. Der Papst, also Papst Paul VI. Hat mich zum neuen Bischof ernannt. Aber für die Leute, die ganz frei unter die Autorität des Papstes sich stellen wollen. Mit ECON habe ich keine Verbindung. Was die Walliser betrifft, ist es schwer zu antworten. Wir sind überzeugt, dass nur vielleicht 100 oder weniger Leute mehr oder weniger nach ECON gehen. Aber das sind Leute, die bedauern die antike Liturgie, die nicht ganz gut verstanden haben, die Änderungen vom Konzil Vatikan II. Ja. Nicht. Aber grundsätzlich sind nicht viele Walliser. Nein. Es gibt Stimmen, die sagen, die katholischen Laien glaubten, es ginge bei Lefebvre nur darum, dass die Liturgie nicht mehr, dass er sich dagegen wende, dass sie in der Landessprache statt in Lateinisch abgehalten werde. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, es geht natürlich um viel mehr. Es geht um die Entscheide des Vatikanums II, nämlich die Öffnung, die soziale Öffnung. Und Herr Lefebvre sei eigentlich von erzkonservativen Politikern ins Wallis geholt worden. Ja. Aus politischen Gründen. Ja, aber hat Monseigneur Lefebvre eine so große Unterstützung im Wallis selber? Das glaube ich nicht. Nein. Es gibt eine politische Unterstützung, aber nicht im Wallis zuerst. Dann kann ich auch sagen, es ist wahr, es geht nicht um eine liturgische Frage, das ist ganz klar. Monseigneur Lefebvre ist gegen, er hat so gesagt, la protestantisation.
Also die Protestantisierung vielleicht. Protestantisierung der katholischen Kirche. Zu große Öffnung gegenüber der evangelischen Kirche, ja. Zum Beispiel, ja. Und gegen die soziale Öffnung. Ja. Dagegen ist er. Ja. Die Liturgie ist nur ein Mantel. Und jetzt sagt er dasselbe. Das besteht eine Möglichkeit, dass er exkommuniziert wird. Davon war vor ein paar Monaten die Rede. Ich weiß es nicht und ich hoffe es nicht. Aber in diesem Sinn, vor 20 oder 30 Jahren hatte man den Papst beklagt, weil er und weil die katholische Kirche immer Strafen verwirft oder so. Ich meine, Monseigneur Lefebvre ist schon selber aus der Kirche gegangen. Er hat sich selber eigentlich, man kann nicht sagen exkommuniziert, aber vielleicht in Anführungszeichen. Er anerkennt ja die Autorität des Papstes nicht. Nicht mehr. Nicht mehr. Damit hat er sich außerhalb der Kirche gestellt. Ich meine, würden Sie das sagen? Ich glaube es. Ja. Ich habe noch eine Frage. Sie sind ja erst wenige Monate oder Wochen sogar Bischof von Sitten, also hauptsächlich die Diözese Wallis. Und im Wallis gibt es den Pfienwald. Herr Cohen weiß, worauf ich anspiele. Der Pfienwald hat sich gut vorbereitet, Herr Dr. Gabel. Ja, wurde also in Mitleidenschaft gezogen zu Fluor. Nun ist die katholische Kirche ja für Leben, das ungeborene Leben, das Leben überhaupt, für die Natur, also für das Tier, für die Natur. Denn das ist alles Gottes Schöpfung. Wäre es da möglich, dass die Kirche in dieser Frage, das ist ja auch eine Frage, die die Mitglieder ihrer Diözese sehr betrifft, eine Stellung nimmt, oder wäre das eine zu politische Stellung? Früher war ich selber engagiert und tätig in der Institut de la Vie. Es ist eine Bewegung, die in Paris geschaffen wurde. Dann wurde er auch in der Schweiz geschaffen. Und da war ich sehr tätig, vor 10 oder 12 Jahren. Aber dann habe ich geglaubt, es wäre nicht nötig, dass ein Priester da in dieser Bewegung noch tätig sei, weil so viele Leute ihre Sache verstanden haben. Und es sind so viele Laien, die die politische, die wirtschaftliche, machen. Und es genügt für mich. Mhm. Es ist Sache der Laien. Die Kirche hat nicht jeden Morgen den Leuten zu sagen, sie müssen jetzt etwas trinken, jetzt müssen sie etwas anderes machen. Mhm. Gut, das verstehe ich. Sind Sie einverstanden, wenn wir nochmals ein bisschen Musik machen? Wenn ja, dann erfreut uns jetzt nochmals Kurt Hacker.
Frau Gerwig, wir haben es ja nicht kennt. Das heisst, Sie haben gesagt, wir haben es mal zufällig in Basel ein paar Mal gesehen. Und ich habe mich unanständigerweise nicht mehr erinnern, jedenfalls nicht an den Namen. Sie sind Frau vom Nationalrat Gerwig, vom Andreas, Sozialdemokrat. Und Sie selber aber sind, haben mir gesagt, ich bin Hausfrau, Sie haben zwei Kinder. Aber Sie sind Grossrätin. Der Grossrat ist in Basel Legislative, also das Parlament von Basel, von der Baselstadt und auch vom Kanton. Sie sind Grossrätin, Ihr Mann ist Nationalrat. Wer ist gescheiter von beiden? Da gebe ich Ihnen jetzt keine Antwort. Das müssen Sie wissen. Ja, Ihren Mann kenne ich. Und er ist schon mal da gesessen, wo jetzt der Herr Kohl sitzt. Und ich habe gefunden, Sie haben ihn auch gesehen. Ja? Und er sei schon sehr gescheit, aber man hat mir gesagt, Sie seien mindestens so gescheit. Und jetzt hätte ich gerne gehört, was antworten Sie überhaupt auf so eine Frage? Wir sind beide anders gescheit. Anders gescheit. Sie haben mir auch am Telefon verraten, weil ich von Ihnen ja gar nicht gewusst habe, also keine Einzelheiten über Ihre Biografie. Sie wären eigentlich, so der Weitli-Traum wäre ja mal gewesen, Schauspielerin zu werden. Jetzt sind Sie Politiker. Ist das nicht eigentlich... Ich kann nicht sagen, nein, gleich, aber etwas Ähnliches. Ähnliches. Ja, vielleicht, ja. Braucht der Politiker nicht auch Wirkungskraft nach außen? Doch, ich glaube schon. Man muss auch auftreten, man muss können einstecken können. Man hat Lampenfieber, wie vielleicht von heute oben. Und haben Sie Lampenfieber gar nicht so? Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist gut. Wer kommt nicht, nämlich keins kann, der Bischof auch nicht. Das haben Sie gesagt. Haben Sie das angesehen? Nein, Sie haben es aber gesagt. Ich kann es nicht mehr so viel wie mal früher. Ah, Sie haben es also sehr geschickt, vollkommen selbstsicher überspielt auf jeden Fall. Sind Sie und Ihre Mann Tandem? Ja und nein, ja. Tun Sie ihn beraten und tut er Sie beraten? Sie sind ja, ja. Lizjur, also Sie haben eine, wie nennt man das? Also ein Grad. Eine Schmalspur-Jurisprudenz-Ausbildung. Ja. Also, ja, ich meine, es ist klar, da ich praktisch das Gleiche mache, also Politik, wenn man jetzt mal vom Beruf von meinem Mann abseht, die muss ich unendlich diskutieren und haben ähnliche Probleme von zeitlicher Überlastung oder von Telefonen, die ununterbrochen kommen. Aber es ist schon so, dass er heute eigentlich kantonal praktisch nicht mehr macht, weil das einfach nicht mehr geht. Mhm. Aber wir haben natürlich dann noch die ganze Parteiarbeit, wo wir uns beide engagieren. Und man kann schon sagen, dass wir sehr viel zusammen machen, wobei ich meine politische Arbeit schon allein machen muss. Da haben wir noch Zeit. Sind Sie ganz genau politisch auf der gleichen Linie wie Ihr Mann? Da gibt es manchmal ja, sagen wir mal, Nuancenunterschiede, vielleicht sogar größere? Es gibt sicher Unterschiede. Es gibt Sachen, die ich mir vielleicht hauptsächlich interessieren, wonach sich nicht so darum kümmert und umgekehrt. Aber ich glaube, wenn man jetzt in 13 Jahren geheiratet ist und zusammen gleiche Überzeugungen hat, danach, dann ist es eigentlich fast zwangsläufig, dass man zu ähnlichen Ideen auch in den konkreten Fragen kommt. Aber wir können auch streiten und wir sind auch manchmal uneinig. Ja, ja, natürlich, ich auch. Manchmal sind Sie uneinig. Ja, das gibt es schon, das gibt es schon, ja. In einer deutschen Kaserne, ich glaube in Bayern ist es gesehen, letzte Woche, haben ein paar Offiziere auf einen Zettel geschrieben, Jude, haben das verbrennt, haben Sieg Heil gerufen und haben das Horst Wessel-Lied gesungen. Und daraus hat es einen ziemlich grossen Fall gegeben. Das ist jetzt gelandet beim Verteidigungsminister Leber. Jetzt wollen wir aber nicht von Deutschland reden, sondern von der Schweiz. Gibt es bei uns in der Schweiz Antisemitismus? Latent, unterschwellig, unartikuliert? Sicher, ja. Ich glaube es nicht. Sie glauben es nicht? Nein. Herr Kohn? In gewissen Ausmaß, aber ich würde es nicht überwerten. Ich glaube, das ist eine sehr... Ich meine, wir können da nicht lange davor reden. Aber das ist ein Thema, das, glaube ich, selten berührt wird. Ich wäre eigentlich Ihrer Ansicht, Sie sind sehr offen gesehen in dieser Frage, dass es unterschwellig das gibt. Das haben Sie doch, glaube ich, gesagt. Ja. Ja. Aber dass es eigentlich man das totschwiegt. Stimmt das? Wir reden unhöflicherweise Dialekt, wir sollten Schriftdeutsch sprechen. Herr Kohn. Es ist sicher etwas Unterschwelliges da. Hängt natürlich auch immer ab von der ganzen Situation in unseren umgebenden Ländern. Deutschland hat hier natürlich gewisse Fanale gesteckt.
Ich will nicht sagen, dass es latent ist. Aber wie gesagt, ich könnte nicht abstreiten, dass das nicht da und dort einmal eine Rolle spielen kann. Frau Gerwig, Sie haben zwei Kinder, zwei Mädchen. Die gehen ja jetzt zur Schule. Wie alt sind die? 11 und 8. 11 und 8. Haben die Religionsunterricht, biblische Geschichte in der Schule? Ja, das haben sie. Und werden Sie sie nachher in den Religionsunterricht schicken? Also, wir sagen im Dialekt in Unterricht einfach. Ich nehme an, Sie sind protestantisch auferzogen worden, oder? Ja. Ihr Hintergrund ist mindestens protestantisch. Ja, außer Sie würden sich weigern, dann würde ich das akzeptieren. Wobei das nicht nur meine Entscheidung, sondern auch die meines Mannes ist. Wir haben nicht darüber gesprochen. Sind Sie für die Trennung von Kirche und Staat? Das ist ja ein Thema, das jetzt auftaucht. Im Prinzip schon, ja. Ich muss sagen, dass ich zwar der protestantischen Kirche angehöre, dass ich aber eigentlich mich nicht zu den praktizierenden Protestanten zähle. Und es ist, ich bin weder gegen die Kirche noch für die Kirche. Es ist mir eigentlich kein Problem. Und darum habe ich jetzt gezögert mit der Antwort, weil ich da keine entschiedene Meinung habe. Würden Sie sagen, dass Sie für Ihre Kinder, Sie sagen ja, also biblische Geschichte gibt es in der Schule, und ich würde Sie, es sei denn, Sie wären selber dagegen, in den Unterricht durchaus schicken, weil das mit zur Tradition, zu unserer Vergangenheit der Menschheit gehört, also mindestens im Westen, und weil das ein Bestandteil des Bildungsbesitzes ist unserer westlichen Welt. Richtig, ja, und auch unserer ganzen Kultur. Ich finde das etwas sehr Entscheidendes. Es ist, wenn es nicht ein religiöses Bedürfnis ist, so würde ich sagen, ein geschichtliches, auch kunstgeschichtliches zum Beispiel. In diesem Sinn würde ich es in jedem Fall begrüßen, wenn meine Kinder einen Unterricht erhalten würden. Eine letzte Frage. Sie befassen sich ja mit vielem im Großen Rat. Sie sind Präsidentin einer Kommission, die ein neues Polizeistrafgesetz auszuarbeiten hat. Aber Sie befassen sich mit Wohnfragen. Wohnlichkeit, also ich sage es jetzt ganz laienhaft, liegt Ihnen am Herzen und ich glaube uns allen. Und dabei sind unsere Städte zerschnitten durch Autobahnen, durch gewaltige Bauten, Beton und so weiter. Vielleicht, wenn es Ihnen möglich ist, kurz. Was ist in dieser Situation zu tun? Ich würde sagen, ich muss einmal von Basel sprechen. Ich überblicke anderes nicht in der Schweiz. Bei uns ist es eigentlich schon sehr spät. Wir können nur noch eine Notbremse ziehen, indem wir eine Stadtstaat sind, ohne praktisch Hinterland, und einen Industrialisierungsboom hinter uns haben in dieser kleinen mittelalterlichen Stadt mit entsprechend engen Straßen und Dimensionen, die, ich würde schon sagen, städtebaulich verheerend gewirkt hat. Und wir sind heute so weit, dass wir erstmals ein Denkmalschutzgesetz ausarbeiten. Wir hatten bis jetzt keines. Und Großprojekte ablehnen wie den Markthof in Basel. Und wir können eigentlich nur noch schauen, dass wir das, was wir noch an mittelalterlicher Substanz haben, erhalten und uns 3- und 4-mal besinnen, bevor wir wieder neue große Projekte in Angriff nehmen. Wobei wir den halben Cityring zum Beispiel schon haben, nicht? Mit anderen Worten, retten, was zu retten ist. Kein sehr optimistischer Satz, aber Überleitung zu etwas Musik von Kurt Hacker. Thank you.
Herr Kohn, Sie sind ganz offensichtlich ein Vielbegabter. Sie interessieren sich für Bilder, aber ich will gar nicht von Ihren Interessen reden, sondern Sie haben studiert, Sie sind Diplom-Ingenieur, aber Sie haben während Ihres Studiums Musik studiert am Konservatorium. Sie haben in Bars gespielt, Sie verstehen viel von Jazz. Ich weiß nicht, ob Sie auch noch malen. Sie sind kein Maler. Also eine Facette unter vielen anderen fehlt hier. Jedenfalls aber sind Sie ein ungeheuer erfolgreicher Manager. Ich habe mir hier notiert, der unaufhaltsame Aufstieg des Michael Kohn. Ich kann gar nicht alle Ihre Funktionen aufzählen. Präsident oder Direktor von wie vielen Gesellschaften? Sie tragen etwa 10, 15 verschiedene Hüte. Also, man darf das vielleicht auch auf Deutsch so sagen. Woran liegt das? Wieso sind Sie so erfolgreich? Auch hier, Herr Dr. Gautsch, Sie tun mir sehr viel Ehre an. Diese Hüte, diese verschiedenen Hüte, da finden Sie in der Schweiz sehr viele Leute, die dadurch, dass sie tätig sind in Gesellschaftsgruppen, für die Synergie, für die Zusammenarbeit da und dort sind. Das ist kein Verdienst. Das Verdienst ist wahrscheinlich in einer Gesellschaft, an einem Ort etwas zu leisten. Und wenn das diese Gruppe eine Ausstrahlung hat und sich ausweitet, kommt man natürlich dann auch bei den Beteiligungen und so weiter hinein. Ich würde diese Zahl nicht als einen Gradmesser nehmen für die Leistung. Gut, dann bleiben wir bei einem einzigen oder bei zwei Dingen. Nämlich bei Moto Columbus. Sie sind jetzt wenig über 50, wenn ich richtig im Bilde bin. Und sind seit mehreren Jahren, da bin ich auch nicht genau im Bilde, ich glaube es, sind Sie Verwaltungsratsdelegierter. Stimmt das? Präsident. Seit 2 Jahren. Moto Columbus ist eigentlich nicht gerade ein kleiner Laden. Und Alu-Swiss auch nicht. Wie kommt es, woran liegt es? Aber ich meine das jetzt nicht nur im komischen Sinn, ich meine es also ganz ernst. Denn ich bin überzeugt, viele Leute, die hier sind oder zu Hause zuschauen, möchten gewissermaßen das Erfolgsgeheimnis. Aber ernsthaft, was sind die vorrangigen Qualitäten, also Eigenschaften, die ein Manager haben muss, um vorwärts zu kommen? Ich will mich jetzt also mal auf die Moto Columbus konzentrieren. Ja. Dort bin ich nämlich gewachsen. Ich möchte es an diesem Beispiel abwickeln. Die anderen Posten, wie gesagt, sind Beziehungen zwischen Gesellschaften, wo man eben an beiden Orten ist. Ich weiß eigentlich nicht, ich habe kein Rezept. Ich habe nur das Gefühl, dass, wenn ich zurückblicke, es vor allem Einsatz und Arbeit war. Ich glaube, es wird einem nichts geschenkt. Wer da so glaubt, dass er durch irgendeinen Trick, durch eine Hintertüre irgendwo, ich meine jetzt Hintertüre im übertragenen Sinne, an diese Stellung kommt, das ist nicht. Es wird einem nichts geschenkt bei diesen Posten. Und es braucht Engagement, es braucht Zeit, es braucht Kraft, es braucht Einsatz. Ich glaube, dort liegt es. Natürlich gewisse Fachkenntnisse. Es braucht natürlich auch, Sie müssen auch in einer glücklichen Phase hineinkommen, Sie müssen das richtige Alter haben, um aufzusteigen. Es müssen nicht gerade jemand vor sich haben, der auch so jung ist wie Sie. Aber das apart, glaube ich, liegt es in der Arbeit selbst. Ich stelle Ihnen eine schwere Frage. Manchmal mache ich unter Freunden das Experiment und sage, was würdest du tun, aber überleg dir es ganz genau, wenn ich dir heute Abend 5 Millionen Franken hinlegen könnte, was würdest du mit diesem Geld, es wäre jetzt konkret da, tun? Sie verfügen zweifellos über sehr große Einkünfte, das ist klar, aber Sie haben keine Familie, Sie sind unverheiratet, Sie müssen sehr viel reisen. Was tut man mit diesen Einkünften konkret? Ja, man arbeitet ja nicht für die Einkünfte. Aber Sie sind da. Gut, es ist ein angenehmes Gefühl, wenn Sie so wollen, aber das ist nicht, deswegen rackert man sich ja nicht ab. Das sind andere Dinge, die einem zwingen. Das Engagement, mal etwas begonnen zu haben, etwas durchzustehen. Und das andere ist gut, ist ein nettes Nebenprodukt, aber ich würde sagen, es steht nicht im Mittelpunkt. Was man tut, ja gut, das sieht man dann einmal später. Im Moment ist das nicht mein Problem. Sie wissen ja, dass die Manager am wenigsten Zeit haben, ihre eigenen Dinge zu betreuen. Eben, das ist, genau deswegen stelle ich nämlich die Frage. Es gibt den Herrn Onassis, der hatte also Häuser überall und hatte verschiedene Frauen und nicht die schlechtesten unter uns gesagt und Inseln und so weiter. Aber das ist ja eigentlich, das ist ja eher die Ausnahme. Also wie wendet man das an?
Das ist mir ein echtes Problem. Ich hab's nicht eigentlich. Aber für mich kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Sie machen eben ein Problem von etwas, was für mich zweitrangig ist. Ich weiß nicht, ob ich etwas frage, was ich nicht sollte. Aber ich glaube, ich darf trotzdem. Denken Sie an Ihre persönliche Sicherheit. Sie sind doch in einer exponierten Position. Ja, ich muss Ihnen sagen, Herr Dr. Gauci, bei einem solchen Posten bekommt man Drohungen. Man bekommt Briefe, man bekommt Telefone. Man wird von der Polizei gewarnt, aufzupassen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass man einem solchen Schicksal nicht entrinnen könnte. Mir wurde nahegelegt, mir so zwei Gorillas zuzutun einmal. Ich muss Ihnen sagen, das ist unausstehlich. Sie haben sie ständig, Sie würden natürlich jetzt irgendwie auch hier sitzen, nehme ich an. Ja, wer weiß, vielleicht wer sitzen weiß die da. Ich glaube, das gehört so zum Risiko. Diesem Schicksal kann man nicht entrennen. Natürlich, es ist unangenehm, aber man denkt nicht dran. Man denkt nicht dran, weil das kann man nicht lösen durch einen solchen Schutz. Aber ich habe dann abgelehnt, in irgendeiner da tätig zu sein oder mich da mitzumachen. Also ich hoffe nicht, dass es mal ernst werden sollte. Aber man ist in einer latenten Gefahr, einmal mehr, einmal weniger. Aber ich würde auch sagen, wir sind zum Glück in der Schweiz nicht in dieser Situation. Ich hoffe, es wird nie so sein und dass diese Brandung da wirklich am Rhein sich niederschlägt und nicht herübergreift. Nicht überschwappt. Wir haben vorhin vom Finnwald gesprochen und das lässt mir keine Ruhe. Sie wollten auch, glaube ich, dort sich äußern. Deswegen möchte ich darauf zurückkommen. Alluswiss ist ja wirklich ein riesiges Unternehmen. Es ist ein Multi. Ich kenne nicht die Umsatzzahlen, das ist auch gar nicht nötig. Mich hat eigentlich erstaunt, dass es so schleppend geht. Es wurde ja im Wallis öfters über diesen Finnwald gesprochen. Ich muss das vielleicht sagen für jene Leute, die nicht im Bilde sind. Es gibt aus Alluswiss Fabriken, Abgase, Fluor, die fluorhaltig sind. Und von denen die Walliser Einwohner behaupten, ich nehme an, das ist richtig, dass der Finnwald, ein alter Wald, ein schöner Wald, davon angegriffen werde. Nun verfügt die Alluswiss ja doch über ungeheure Mittel. Könnte man da nicht etwas schneller Abhilfe schaffen? Umso mehr, als ja in anderen Ländern ähnliche Probleme auch schnell gelöst wurden. Ja, es ist nicht immer eine Frage der Mittel allein, es ist auch eine Frage der Technik. Schauen Sie, der Unternehmer ist in einem Spannungsfeld. Er produziert etwas, er führt ein Unternehmen und damit belastet er die Umwelt. Er hat dieses Unternehmen vor 20, vor 30, vor 40 Jahren gebaut, damals auf dem Stand der damaligen Technik. In der Zwischenzeit hat sich die verbessert. Er muss abwarten, wie die Resultate sind dieser veränderten Technik, bis er sie anwenden kann. Dann lässt sie sich auch nicht immer anwenden aus Platzgründen, aus anderen Überlegungen. Und dann muss ich Ihnen sagen, solche Veränderungen vorzunehmen in Fabriken kosten nicht einfach 10.000 Franken. Zum Beispiel, die Alluswiss will nun eine Anlage im Wallis modernisieren und mit anderen Worten eben die Fluorproblematik lösen. Das ist eine Investition von 30 Millionen Franken über 5 oder 6 Jahre. Das ist auch für ein solches großes Unternehmen kein Schleck. Da muss er schauen, ist das Unternehmen gerade in einer Phase großer Einkünfte? Kann man es leichter machen? Sonst muss er sich nach der Decke strecken. Also wir versuchen immer und immer wieder die Umweltbelastung zu verkleinern, à fur et à mesure, wie wir das können, von der Technik her und von den Finanzen her. Aber man darf nicht vergessen, wir stehen in einem internationalen Wettbewerb und haben wirklich aufzupassen, dass der Karren nicht gibt. Ich wollte nur sagen, es geht, es ist nicht sichtbar, weil diese Dinge sich über Jahre entwickeln, aber es läuft und es läuft weiter und es ist gelaufen, auch bevor es diese Diskussion gibt, die übrigens auch immer wieder wellenartig kommt und wir machen weiter mit diesem Umweltschutzprogramm, so gut wir können. Ich entnehme aus Ihrer, oder vielmehr, ich lasse bei mir registrieren das Positivste, dass Sie gesagt haben, wir machen es so schnell, wie wir können. Und so rasch, wie wir können, so effektvoll, wie wir können. Ich möchte vor allen Dingen das jetzt hier mir geistig gewissermaßen notieren. Und auf dieser positiven Note möchte ich eigentlich gerne unser heutiges Gespräch beenden. Und Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, erachte schöne Oberner. Vielen Dank.